Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Sachsenklassik in Zwickau gestartet. Alles neu beim VfB-Stadion in Auerbach und FSV Zwickau will in Meppen punkten. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend zur Donnerstagsausgabe von Tag aktuell. Wir haben heute ein Geburtstagskind. Das Stadion Zwickau begeht seinen ersten Geburtstag. Auf den Tag genau vor einem Jahr wurde das Stadion Zwickau von der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft an die Stadion Zwickau Betriebs GmbH schlüsselfertig übergeben. Seitdem erlebten die Besucher bereits 20 Drittligaspiele des FSV Zwickau. Auf dem Zwickauer Platz der Völkerfreundschaft ist heute Mittag die Oldtimer-Rallye Sachsenklassik gestartet. 180 historische Fahrzeuge rollen nun bis zum Sonntag quer durch den Freistaat. Udo Rupp-Kalvis hat sich heute vor dem Start die automobilen Veteranen einmal näher angeschaut. Es ist wirklich eine Augenweide. Ein automobiles Schätzchen schöner als das andere. Und da sieht man erst einmal, wie viel Arbeit da drin steckt, aber auch wie viel Liebe die einzelnen Besitzer da in ihre Autos hineingesteckt haben. Ja, man sieht hier wirklich mehrere Jahrzehnte des Automobilbaus. Und wo sollte eine solche Rallye besser starten als natürlich in Zwickau, dem sächsischen Herz des Automobilbaus. Ich werde mich jetzt aber mal einem ganz speziellen Zwickauer Projekt zuwenden. Das haben wir in den vergangenen Jahren auch schon mehrfach begleitet. Da geht es natürlich um Trabis, da geht es aber auch um Schüler, die diese Trabis aufgebaut haben. Und da kann ich Ihnen sagen, da können Sie gespannt sein. Das ist ein richtig spannendes Projekt und diese Fahrzeuge nehmen natürlich auch teil an der Sachsen Classic 2017. Ich bin jetzt hier bei Matthias Dehmer und das ist der Mann, der dieses Projekt maßgeblich begleitet hat. Hallo Herr Dehmer, hätte ich fast gesagt, aber das wäre ein bisschen albern, weil wir kennen uns schon so lange, auch während des Projektes. Ja. Also hallo Matthias, erzähl doch mal ein bisschen was über dieses Projekt. Ja, dieses Projekt ist entstanden vor vielen, vielen Jahren, als der Kiesling eines Tages zu mir gekommen ist auf den Hauptmarkt und von der Geburtstagsfeier von Franz Galler und brachte diesen Dachscheinwerfer mit. Und der Franz sagte, was machen wir damit? Setzen wir den bei eBay rein? Und da haben wir gesagt, nee, wir bauen ein Auto drumherum. Und ihr damit fing das ganze Projekt an. Ihr hattet nur einen Dachscheinwerfer und habt gesagt, wir machen jetzt ein Auto drumherum. Wir hatten nur einen Dachscheinwerfer. Dann haben wir ein Originalfahrzeug von 62 organisiert. Dieses Originalfahrzeug war unverbastelt. Das ist also sehr wichtig gewesen. Ja, und der Franz Galle hat dann anschließend uns geholfen noch, er lebte zu diesem Zeitpunkt noch, wie musste das Auto technisch gestaltet werden, so dass es auch wieder diesem Fahrzeug der Hanky Rallye entsprach. Ja, allen technischen Sachen und alles, was dazugehörte. Ja, und dann ging das los. Das heißt also, als wir die Karosserie vom Sandstrahlen wieder bekommen haben, haben wir gesagt, naja, wir geben sie am besten einer Großküche als Sieb. Dann hat sich der Leunissen dran gesetzt, der hat dann geschweißt. Und als ich dann eines Tages wiederkam, sah die Karosserie schön aus, schön geschweißt. Am nächsten Tag fehlte in der Mitte plötzlich ein großes Loch, gähnte dort. Dann meinte der Leunissen, nein, wir fertigen das Blech nochmal neu an. Und es ist dieses Auto, müssen wir sagen, raus geworden. Das ist ein Schmuckstück und das Ganze mit Schülern. Was war denn das für ein Projekt? Das ging über die Humboldt-Schule, das Ganze. Damals, wir hatten uns genannt Formel Z, so wie die Rennwagen, die Formelrennwagen. Z steht für Zwickau. Und mit diesem Projekt haben wir sogar an einem Wettbewerb von Brabant der Ingenieure dran teilgenommen, haben alle Schulformen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geschlagen, einschließlich Porsche, denn wir haben den Förderpreis bekommen. Respekt, kann man da nur sagen. Richtig, das ganz groß, die Auszeichnung beim MDR, ganz groß der Dom. Also wir haben uns gefühlt wie die Könige. Die große Frage ist jetzt bei der Sachsen Classic 2017, wer wird das Auto fahren?
Das Auto wird der Herr Meischner fahren. Wir haben ihn dort stehen. Er ist der Fahrer. Der Herr Meischner ist jahrelang bei der Werksmannschaft, Rallye-Werksmannschaft gewesen. Und er kommt auch gleich mit dazu. Sie sind der Fahrer. Guten Tag. Hallo. Sogar bei der Rallye Monte Carlo einen Pokal vom Fürst René und der Grazia Patrizia gekriegt. Und da war der kleine Fürst, der jetzige, bei ihm noch mit dabei. Der große Fürst ist. Also er hat das tatsächlich erlebt. Und wir haben mal vor Jahren einen Film ist, gedreht worden über die Rallye Monte Carlo. Da war er als ehemaliger Teilnehmer dabei. Und da hat der Walter Röhrl gesagt, Hut ab vor den Trabantfahrern, sie müssten immer 100% geben. Warum? Es war eben weit unten. Das ist bedingt. Ja, vielleicht gibt es ja einen Pokal diesmal vom Ministerpräsidenten. Es geht nach Ostsachsen, ne? Ach so. Ja, das stimmt, ja. Na, werden wir sehen, ja. Was ist das so für ein Gefühl, mit einem solchen wirklich historischen Auto mal wieder durch Sachsen zu fahren? Ich habe das schon mal beim Interview gesagt. Also für mich ist das eine ganz große Ehre, mit so einem Fahrzeug, was die Jungs und er als Chef, als Lehrer von den Jungs aufgebaut hat, da zu pilotieren, mit dem Fahrzeug zu fahren. Und wir hoffen auch, dass die gute Technik, die sie eingebaut haben, durchhält, dass wir in Zwickau bzw. in Dresden in der Manufaktur wieder ankommen. Das ist unser größter Wunsch. Aber da bin ich eigentlich guter Dinge, weil ihr habt auch noch ein Begleitfahrzeug dabei mit etwas Werkzeug, also ein Werkstattwagen, ne? Das ist er hier, der steht daneben. Ja, dieser Werkstattwagen ist ebenfalls von Schülern gebaut worden. Allerdings haben wir da keine 4 Jahre zu gebraucht, er ist also schneller entstanden. Und an diesem Werkstattwagen hängt original der Transportanhänger vom Sachsenring dran mit dem entsprechenden 601 Rallye-Wagen. Somit steht also hier einmalig auf dem Platz der Völkerfreundschaft wieder dieses historische, ich sag mal dazu, Rallye-Zug, so wie er damals im Sachsenring war. Er wird also sicherlich nicht mehr oft zu sehen sein, denn das Auto wird eines Tages ins Museum gehen, aber als rollendes Museum. Er wird also zur Veranstaltung wieder raus sein. Aber hier sehen wir erstmalig diesen Rallye-Zug, wird vorgestellt. Wie gesagt, diese 2 Fahrzeuge von Schülern gebaut. Wir hoffen, dass wir ankommen. Ja, dann wünsche ich eine gute Fahrt. Man kann das Ganze dann auch heute Abend wieder begutachten. Es geht erstmal zum Sachsenring und zum Sachsenring in Hohenstein und dann wieder zurück. Also die Leute können dann abends auch euch noch mal sehen. Ja, aber ich muss sagen, wir lassen ihn den Sachsenring fahren, denn ich muss nicht unbedingt da lang fahren, das ist mir zu schnell. Ja, dann besten Dank, meine Herren. Gute Fahrt und eine richtig tolle Sachsen Classic 2017. Ja. Danke. Und damit zurück ins Studio. Den kleinen Fußballplatz neben dem VfB-Stadion in Auerbach gibt es schon lange. Deshalb wurde ihm in diesem Jahr eine Verjüngungskur gegönnt. Er wurde grundlegend saniert. Was ist hier konkret passiert? Hier ist einmal ein nagelneuer Kunstrasen aufgezogen worden. Dann hat dieser Platz eine neue Flutlichtanlage bekommen mit der entsprechenden Erdverkabelung. Und es sind auch neue Tore aufgestellt worden. Die gesamte Arbeitsleistung ist innerhalb von 6 Wochen durchgelaufen. Also es ist schon mal eine Hochachtung, ein Respekt an die Bauarbeiter, die das hier so schnell hinbekommen haben. Rund 95.000 Euro hat die Sache gekostet. Großzügig wurde das ganze Projekt gefördert durch die Fördermaßnahme Brücken in die Zukunft. Dem sogenannten Kleinspielfeld werden hauptsächlich die 8 Nachwuchsmannschaften des VfB Auerbach trainieren. Also vor allen Dingen für die kleinen Jungs eine wunderbare Spielfläche, die neben unserem Sportplatz an der Diesterwegschule, der wird ja auch vom VfB genutzt und der hat auch vor etwa einem Vierteljahr einen neuen Kunstrasen bekommen, die also hier beste Voraussetzungen bieten wird. Die Einweihung war kurz. Ein offizielles Anspiel, Pressefoto und dann konnte das erste Training auf dem neuen Platz beginnen. Werbung. Für alle Freunde der sanfteren Klänge zum Zwickauer Stadtfest. Die 3. Singer-Songwriter-Nacht auf der Bühne im Muldeparadies. Mit Luisa Barbaro und den fesselnden Klängen ihres Cellos. Ich mach die Mit Tex, dem feinfühligen Meister der feinsinnigen Texte. Hallo Julia, du haust meine Welt vom
Stuhl, ja, schau, wie meine Ohren rot sind. Schlafen können wir, wenn wir tot sind. Und mit Marcel Brell, einem Grenzgänger zwischen musikalischer Intimität und ekstatischem Publikumschor. Wochenende, ICE. Wir werfen Steine in den See. Die Singer-Songwriter-Nacht am 19. August ab 20 Uhr im Muldeparadies. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Die Schlossgespenster des Zeitsprunglandes werden am 26. August keine Ruhe finden. Zur Nacht der Schlösser öffnen die herrschaftlichen Häuser wieder bis spät in die Nacht. Beste Unterhaltung und originelle Programme machen wieder die Nacht zum Tage. Bei geheimnisvollen Führungen wird die Geschichte des Zeitsprunglandes lebendig. Am 26. August in Wildenfels, Wolkenburg, Glauchau, Liechtenstein, Waldenburg und Rochsburg. Sit down. We are still in trouble. Still in shambles. Here we are. Der neue Citroën C3. So einmalig wie du. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Q
Kiruna-Wohnkombination in massiver Wildeiche, Natureiche oder Kernbuche. Bestehend aus zwei Vitrinenelementen, Sideboard und Wandboard. Ab 2639 Euro. Liva, die exklusive und bezahlbare Wohnmöbelkollektion. Bei ihrem Garant gutes Wohnen-Fachhändler Reko Möbel in Stolberg. Die Plauner Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Zwickau hat Anklage gegen drei Männer aus Bosnien-Herzegowina erhoben. Den Tätern im Alter von 28 bis 43 Jahren wird gemeinschaftlicher Bandenbetrug bzw. versuchter Bandenbetrug teilweise in Tateinheit mit bandenmäßiger Urkundenfälschung und bandenmäßigem Missbrauch von Ausweispapieren vorgeworfen. Zwischen 2014 und 2016 hatten sie bundesweit Lastwagen und Baumaschinen angekauft und weiterverkauft und dabei gefälschte Fahrzeugpapiere und Ausweise benutzt. Derzeit wird von über 1 Million Euro Schaden gerechnet. Die Täter befinden sich in Untersuchungshaft und müssen sich in Kürze vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Im Falle einer Verurteilung haben sie mit einer erheblichen Freiheitsstrafe zu rechnen. Zum 16. Zwickauer Stadtfest vom 17. bis 20. August strömen mehr als 150.000 Besucher in die westsächsische Stadt. Dann jagen 3 Tage lang auch gewaltige Datenmengen durch die Mobilfunknetze. Denn die Kommunikation via Smartphone und Tablet steigt bei solchen Großveranstaltungen enorm an. Twittern, liken, teilen, hochladen und telefonieren. Damit die Daten weiter mit Hochgeschwindigkeit durchs Netz rauschen, hat Vodafone sein Mobilfunknetz für das Zwickauer Stadtfest an Hochlastparameter angepasst. Vorangegangen war dem Technikeinsatz eine Analyse der Verbindungs- und Nutzungszahlen im Vodafone-Mobilfunknetz vergangener Großveranstaltungen. Ziel ist dabei immer, für alle Festbesucher sicherzustellen, dass jederzeit ein Rufaufbau möglich ist, die Gespräche ohne Abbrüche und mit sehr guter Qualität geführt werden können und die erhöhten Anforderungen an die Bandbreiten bei der Datenübertragung abgesichert sind. Die Kultur Z als Veranstalter des Zwickauer Weihnachtsmarktes suchte in den vergangenen Wochen wieder den schönsten Baum für den Weihnachtsmarkt 2017. Viele Besitzer aus der Stadt und dem Landkreis haben sich an der Aktion beteiligt. Letzten Mittwoch wurden insgesamt 6 potenzielle Bäume vor Ort bei den Eigentümern durch die Waldwirtschaft Jakob aus Markneukirchen und die Kultur Z besichtigt. Nachdem einige aufgrund zu geringer Wuchshöhe oder der technischen Machbarkeit aussortiert werden mussten, blieben 2 Exemplare für den Weihnachtsmarkt 2017 übrig. Auch in diesem Jahr können die Zwickauer wieder darüber abstimmen, welcher Ende November auf dem Hauptmarkt stehen wird. Einen davon kennen Sie bereits. Es ist die Colorado-Tanne, welche bei der vorjährigen Aktion den 2. Platz belegte. Baum A ist eine 19,50 Meter hohe, sehr gleichmäßig gewachsene Colorado-Tanne mit schönem Silberglanz, die im Zwickauer Ortsteil Auerbach steht. Baum B ist eine gemeine Fichte, welche umgeben von einigen Birken in Zwickau-Pölbitz steht. Sie ist mit ca. 21 Metern etwas größer. Abgestimmt werden kann ab kommenden Montag bei Facebook oder per Postkarte. Einsendeschluss ist der 25. August 2017. Unter allen Teilnehmern verlost die Kultur Z zusammen mit der Firma Waldwirtschaft Jakob aus Markneukirchen einen schicken Weihnachtsbaum fürs Wohnzimmer. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Nadja Schgirat eröffnet am Samstag ihre Ausstellung im Grünen Bürgerbüro von Petra Zeiss und lädt für 17 Uhr zur Vernissage in die innere Schneeberger Straße 16 ein. Plastik heißt die 14. Ausstellung, in der sich die Zwickauer Künstlerin mit surrealen Stillleben beschäftigt. 2 Thematiken fließen in ihre inszenierten Bilderwelten ein. Zum einen Kunststoff. Zum anderen versinnbildlicht sie mit dem Begriff Plastik die Künstlichkeit des Menschen, im Speziellen das künstliche Schönheitsideal der Frau. Im Kontrast dazu steht das Echte, Lebensmittel, Blumen und Frauen.
Die Ausstellung Plastik ist bis 15. November in der Inneren Schneeberger Straße 16 in Zwickau zu sehen. Werbung. Treten Sie ein in eine spektakuläre Welt. Spektakulär. Die Show der fliegenden Sachsen. Vom 27. bis 29. Oktober in der Lukaskirche Planitz. Ich komme in den Sportpark wegen meiner Gesundheit. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist alles prima. Die Knochen werden entlastet, dadurch schon wieder fit gemacht. Der Rücken, die gute Rückenschule hier, die ist prima. Also mir gefällt es hier ganz toll. Und mir gefällt hier das ganze Ambiente sehr gut. Vor allen Dingen auch angefangen von den Umkleideräumen, von den Duschen, von der Sauna, vom Saunabereich insgesamt. Also das ist das Tolle hier. Ohne den Sportpark geht nichts mehr. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Das Hotelpension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht Ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Schwimmen, Saunieren und Massagen im Wellnessbereich dienen Ihrer Entspannung. Regionale Küche von Erzeugern aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten, das ist das Besondere im Hotel Pension Flexig. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart Home Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Meine Sparkasse habe ich überall dabei. Meine Sparkasse bietet uns und unseren Kunden den besten Service. Meine Sparkasse hat immer geöffnet. Meine Sparkasse ist zu jeder Zeit und an jedem Ort für mich erreichbar. In der neuen Drittligasaison hat der FSV Zwickau noch keinen Sieg eingefahren. Wie Trainer und Mannschaft die letzten 14 spielfreien Tage genutzt haben, um sich auf das nächste richtungsweisende Spiel in Meppen vorzubereiten, hat Thorsten Ziegner auf der Pressekonferenz verraten. Wir haben in dieser punktspielfreien Zeit akribisch gearbeitet, so Trainer Thorsten Ziegner zu den anwesenden Journalisten. Insbesondere galt unsere Aufmerksamkeit der Athletik und den taktisch-technischen Belangen. In den ersten 4 Saisonspielen lief nicht alles richtig. Allerdings haben wir auch nicht 4-mal Katastrophe gespielt. Deshalb sind alle froh, dass es wieder um Punkte geht und wir eine bessere Richtung einschlagen können, fügte er hinzu. Es wird wichtig sein, defensiv stabil zu stehen, um dann erfolgreich nach vorn Fußball zu spielen. Wir schauen mit Zuversicht auf dieses Spiel in Meppen, weil wir wissen, was wir können. Und in dieser Partie gegen den SV wollen wir es umsetzen. Auch Nils Mijatke hat sich wie seine Spielerkollegen viel vorgenommen. Gemeinsam mit seinen Spielern hat er natürlich auch die vergangenen 4 Spiele in dieser noch jungen Saison analysiert. Wir wollen zu Null spielen, damit wir in Meppen endlich mal zeigen können, dass wir in der Lage sind, unsere Chancen zu nutzen. Vor allem dürfen wir, wie in den ersten Saisonbegegnungen, nicht in Rückstand geraten. Wir geben in Meppen Vollgas.
Diese Worte des Trainers hat auch Nils Mijatke verinnerlicht. Thorsten Ziegner, nach 4 Spielen ohne Sieg für den FSV Zwickau sagen die Optimisten, wir wollen da nicht gleich das Kind mit dem Bade ausgießen. Die Pessimisten sagen, Mensch, das wird noch schwerer wie die Rückrunde der vergangenen Saison. Was sagen Sie denn als sportlicher Leiter, wie es denn wird? Ich glaube, es liegt an uns. Ja, also es ist weder das eine noch der andere der Fall, bin ich 100% davon überzeugt. Und wir entscheiden darüber, wie so eine Saison läuft. Fest steht aber auch, dass wir nach den ersten 4 Spielen ein bisschen was verändern müssen in unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, beziehungsweise wie wir Sachen in der Offensive lösen wollen und Sachen in der Defensive klären wollen. Dementsprechend hatten wir jetzt 14 Tage Zeit, dort sehr intensiv zu arbeiten. Das haben die Jungs auch gespürt, weil wir viele Trainingseinheiten hatten, um eben daran zu arbeiten. Und jetzt gilt es eben das, was wir uns erarbeitet haben, auf den Platz zu bringen. Und zwar am Punktspieltag und nicht am Trainingstag. Thorsten Ziegner, wer die Abgänge in der vergangenen Saison einmal Revue passieren lässt und sieht, wie diese Spieler jetzt plötzlich phasenweise sogar eine Renaissance erleben, sagen Sie da manchmal, Mensch, war vielleicht zu zeitig, dass Sie gegangen sind? Naja, also die Spieler, die ich aktuell wirklich in ihren Mannschaften wertvoll sehe, die konnten wir nicht halten. Ja, die wollten gehen. Alle anderen Spieler spielen entweder in einer niedriger, klassigeren Mannschaft, das ist dann immer nicht zu vergleichen mit der dritten Liga, oder sind dort auch einfach Spieler, die jetzt nicht Spiele für die Mannschaft entscheiden, die dort ähnlich wie bei uns ihre Spielzeiten kriegen und gut. Sie haben in den vergangenen Tagen ganz intensiv mit der Mannschaft gearbeitet, auch im Hinblick auf das Spiel am Freitag in Meppen. Wo wollen Sie denn noch ganz besonders oder wo haben Sie ganz besonders den Hebel angesetzt? Ja, zum einen erstmal in der Torverhinderung. Ja, es ist ja logisch, wenn wir in den Spielen, in denen wir zurücklagen, und das war nun mal in allen Spielen, immer an einem Tor hinterherrennen muss, ist es deutlich schwerer, als wenn man lange eine Null hält hinten, wenn man selbst mal in Führung geht. Das heißt, es wird ein großes Ziel von uns sein, wenig Torchancen zuzulassen. Es wird ein reizvolles Ziel von uns sein, mal selbst in Führung zu gehen. Und das sind Dinge, da müssen wir hinten sehr stabil sein. Wir müssen vor allen Dingen konzentriert sein. Wir brauchen in der eigenen Defensive eine sogenannte Rettermentalität, um eben mit letzter Kraft auch Tore verhindern zu wollen. Und wir brauchen vorne die Gier, meinetwegen mal mit Ball und Gegner ins gegnerische Tor reinzufliegen. Und solche Situationen, das ist auch nichts Neues, helfen jeder Mannschaft, wenn man halt in den Spielen auch mal in Führung geht. Beziehungsweise wenn man spürt, wir stehen defensiv so stabil, dass der Gegner kaum Torchancen hat. Thorsten Ziegner, alles Gute für Meppen. Ich weiß, die Mannschaft kann's und der Knoten wird irgendwann platzen. Danke und viel Erfolg. Danke auch. Marcela Splechtova, der 26-jährige Neuzugang aus Tschechien, kam vom HSV Marienberg zu Saisonbeginn zum BSV Sachsen. Hochmotiviert und sehr zielstrebig wollte sie den Sprung in die zweite Bundesliga schaffen. Sie war auf einem guten Weg. Beim Turnier in Chemnitz am vergangenen Samstag zog sich der Neuzugang jedoch eine schwere Verletzung zu, die diesen Weg nun unterbrach. Nach der gestrigen MRT-Untersuchung bestätigte sich ein Kreuzbandriss. Die Spielerin wird etwa 8 Monate lang ausfallen. Der VfC Plauen bestreitet am kommenden Samstag sein erstes Heimspiel der Saison. Nach einem 0:1-Erfolg im Auswärtsspiel gegen International Leipzig kommt nun der VfL Halle ins Vogtland. Trainer Nico Quade und sein Team haben sich 3 Punkte auf die Fahne geschrieben. Um diese zu erreichen, braucht die Mannschaft natürlich auch tatkräftige Unterstützung der Fans. Anpfiff ist um 14 Uhr im Vogtlandstadion. Am Freitag ist es teils heiter, teils wolkig und größtenteils trocken. Erst gegen Abend kann es verbreitet zu Gewittern kommen. Bei Höchstwerten bis 27 Grad weht ein mäßiger, teils auch böiger Südwestwind. Und die Aussichten, das Stadtfestwochenende scheint nun doch gar nicht so schlecht zu werden. Nur am Samstagvormittag kann es gelegentlich etwas regnen. Bis auf wenige harmlose Wolken scheint meist die Sonne. Genauso beginnt auch die neue Woche bei Temperaturen um die 23 Grad. Na, das klingt ja gar nicht so verkehrt. Da kann man ja auch mal wieder ins Freibad gehen. Zum Beispiel diejenigen, die nicht das Zwickauer Stadtfest besuchen. Zum Beispiel am Sonntag ist die Freibaderöffnung in Hartmannsdorf. In diesem Sinne einen schönen Abend.